Toi. Jetzt am Start, was geht ab an alle Leute, die auf jeden Fall das Recording angucken. Und damit würde ich sagen, Bro, ich gebe dir auf jeden Fall mal jetzt das Host ab. Erstmal muss man auf jeden Fall hier Spotlight machen. Bam. So, so ein Ding ist das. Und dazu auch noch, entstimme dich einfach. Bots, zack, zack, zack. Boah, das Recording wird auf jeden Fall witzig sein. Damit würde ich sagen, let's go! Yes, danke auf jeden Fall Imran Bro für diese netten Worte. Ich küsse dein Herz. Und Leute, ich danke erstmal jeder einzelnen Person, dass ihr gerade auf diesem Call am Start seid. Weil ja, Leute, es wird heute sehr witzig. Es wird hoffentlich auch wirklich sehr inspirierend, weil ja, Leute, ich habe es manchmal, ihr müsst euch so vorstellen, ich kann auch direkt mal loslegen. Wenn man so ganz in diesem Hustle drin ist, ja, man ballert seine Calls, man macht die ganzen Sachen, man vergisst wirklich sehr schnell, wo man mal angefangen hat, ja. Und gestern, wo ich habe mich ins Bett gelegt, ich habe mein Handy rausgepackt, ich habe einfach ein bisschen nachgedacht, so wie war es vor 2 Jahren, wo wir einfach gestartet sind. Und mir ist echt sehr gerade krass aufgefallen, so, ey, ich war genauso ein Lost, ich war so verdammt Lost damals am Anfang. Nicht nur ich, sondern auch die anderen Leute, die damals mit mir gestartet sind, ja. Und deswegen, Leute, dieser Call wird vielleicht jetzt ein bisschen länger gehen, vielleicht auch nicht, weil wenn ich viel schnell rede, ja, das ist das Ding. Also ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, Leute, um ehrlich zu sein, weil ich habe mich sehr auf diesen Call gefreut, wollte schon das schon immer machen, ja. Ich bin sehr dankbar, dass ich so einen Call machen darf. Deswegen, Leute, bitte hört auf jeden Fall einfach zu, das ist, was ich wirklich mit habe, so. Schreibt wichtige Punkte mit, ihr müsst jetzt nicht alles mitschreiben, das, was ihr einfach euch nur auffällt, ja. Wenn ich sage, schreibt es mit, dann schreibt es bitte mit. Aber hört bitte einfach nur zu, ja, weil diese Sachen, die ich euch jetzt erzählen werde, es wird euch einige Sachen wirklich klar machen, ja, weil ich sehe es so verdammt oft, so Menschen starten hier in diesem Business und sie haben nicht dieses Belief, sie denken nicht so, okay, ey, wie kann ich das halt schaffen, weil du siehst vielleicht so ein P2K, du siehst so ein P5K und der ist so ungreifbar für dich und ich hoffe, gerade mit diesem Call hier, kann ich wirklich mal klar machen, dass gerade dieser P2K, ja, wirklich sehr, sehr greifbar gerade für dich sein kann. Das ist einfach, als nur noch Zeit ist, ja. Und dafür würde ich sagen, fangen wir erstmal wirklich gerade an, wie wir zu diesem ganzen Spaß erstmal gekommen sind, ja. Ihr müsst euch nämlich vorstellen, Leute, vor 1,5 Jahren oder ungefähr so vor 2 Jahren war der allererste Corona-Lockdown, ja. Ich denke, ihr könnt euch noch daran erinnern, wie es damals auf jeden Fall losgegangen ist, ja, der ganze Corona-Lockdown war. Die Schule ist ausgefallen, ja, wirklich verdammt geile Zeit. Damals für mich auch eine sehr gute Zeit, die mich damals auch wirklich auch gerettet hat, weil ihr müsst wissen, ich hatte damals sehr viel mit Drogen zu tun, ja, sehr, sehr viel Scheiße gebaut. Und ohne diesen Lockdown weiß ich nicht, wo ich jetzt wäre, ja. Ja, dieser Lockdown kam, Gott sei Dank, und er hat mich komplett aus der Reihe, sag ich mal, gezogen, weil die Logistik war ein bisschen scheiße, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid, ja, es ging auf jeden Fall gar nichts mehr. Und gerade deswegen warst du einfach dann noch zu Hause und hattest einfach, sag ich mal, ein paar Depris, ja. Ich habe sehr viel Alkohol in der Zeit getrunken, habe auch sehr viele Drogen konsumiert und habe mir damals, sag ich mal, auch noch, war einfach nicht mehr selbstlos, wisst ihr, weil ihr wisst ja, ich mache sehr viel Sport und ich habe mir in den Spiegel geguckt, habe einfach noch so einen dicken Jugendlichen irgendwie gesehen, der, keine Ahnung, einfach komplett verballert im Schädel ist, aber der trotzdem mal so große Ziele hatte, ja, was ich immer schon wirklich wollte, ich wollte schon immer wirklich mehr mein Leben erreichen und ich konnte mich einfach selbst nicht mehr wahrnehmen, ja, ich konnte mir selbst einfach nicht mehr in die Augen gucken, meine Eltern haben mir gesagt, ey, ich bin nicht mehr stolz auf dich und bei Mika war damals diese Zeit genauso, ja, weil wenn ich über meinen Johnny erzählen muss, ja, oder werde ich auch über Mikas Journey erzählen, weil wir haben sind diesen Weg zusammen auf jeden Fall gegangen. Das ist sehr wichtig. Und sag ich mal, Mika war es, Zeit war damals wirklich auch genau so. Wir haben wirklich sehr viel Scheiß gerade in dieser Zeit gebaut und wir wollten damals ein High-End-Closer-Coaching anfangen. Ja, High-End-Closer, ich weiß nicht, ob ihr Dominik Krieger etwas sagt, ist ein sogenannter High-End-Closer, ja, im Prinzip, was man da ganz genau macht, man verkauft so wirklich relativ teure Produkte, teure Kurse, ja, und closed die Leute im Prinzip, ja, das heißt, dass wir, dieser eine Teil, den wir jetzt im Network auch machen, ja, wenn wir einen First Call machen oder einen Follow-Up machen, das Ende, das ist einfach nur dein Beruf, das heißt, du closed Leute einfach nur auf ein gewisses Produkt. Dieses Coaching hätte 2.000 Euro gekostet, ja, wir waren so verdammt überzeugt, also ich glaube, wir waren damals beim Porsche KMS Business einfach gestartet, True Talk, ja. Wollte das auf jeden Fall sofort machen und haben uns dann so ein bisschen informiert und sowas. Und ja, wir waren aber auch noch nicht sofort so, okay, wir machen es jetzt, sondern haben so ein bisschen noch weiter nachgedacht. Ja, wir haben uns sofort diese Entscheidung getroffen. Und dann war es so, wir haben uns mit damals unser bester Freund haben uns dann wieder getroffen. Was dann erstmal wirklich wichtig zu verstehen ist, Leute, dieser beste Freund, wir hatten mit dem locker ein halbes Jahr davor gar keinen Kontakt mehr. Ja, wie wisst ihr warum? Weil er sich von uns abgewandelt hat. Er hat gesagt, ey Jungs, so viel Scheiße wie ihr baut, ich will ja nichts dazu tun haben. Das seid nicht mehr ihr, die ich als Freund einfach gerade sehe. Wir haben uns trotzdem mal wieder getroffen auf einen guten Döner im Park, ja, haben uns zusammengesetzt, haben viel gelacht, haben viel geredet zusammen
Und es war halt so, dass er auf einmal so erzählt hat, so, okay, ja, ich habe etwas gestartet, bla, 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 bla. Und ja, Mika und ich, also was wir wirklich haben, wir können Leuten sehr auf den Sack gehen, wenn wir auch etwas wissen möchten, das können wir auf jeden Fall echt. Wir haben ihn 2 Stunden lang therapiert, dass er etwas sagen möchte, ja. Ihr kennt es ja selbst, wenn der Network startet, ja, erzählt, oder wenn ihr das Business startet, erzählt niemand noch im Umfeld darüber, ja. Er wurde dazu gezwungen von uns, er musste uns etwas erzählen, ja. Schlussendlich hat er uns, sag ich mal so, alles so generell erzählt, okay, er macht Trading, ja, es gibt noch diesen Network-Teil dran. Und dann wurden wir wirklich so hell, okay, Trading, dies, das, ja, konnte uns aber wirklich noch nichts darunter vorstellen. Dann gingen auf jeden Fall die ersten Calls los, ja, wir wurden auf einen guten Opportunity-Call eingeladen, ich weiß nicht, wer ihn noch damals gemacht hat, ich glaube, es war Mickey oder so, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall so ein ganz alter Opportunity-Call, ja, und uns wurde einfach mal alles wirklich so präsentiert. Wir fanden das geil, ja. Wir fanden aber nicht das Training geil, Leute, wir fanden das Network geil. Ich habe diesen Vergütungsplan gesehen und dafür war es für mich komplett schon gebongt. Ich bin auf jeden Fall dabei, ich gebe ihn Kante. So, wir sind auf jeden Fall gestartet nach dem Kroatien-Urlaub. Danach hatten wir in der Zeit noch so ein paar Follow-ups noch. Ja, ich hatte sogar einen Follow-up mit Marvin Grammiger, was eigentlich wirklich schon sehr krass ist, wenn man so drüber nachdenkt, wo Marvin jetzt wirklich gerade noch steht. Und danach sind wir gestartet, Leute. Wir sind auf jeden Fall gestartet. Mika ist ein Tag in der Nacht. Leute, Leute, was krass ist. Mika war die letzte Person zu Ilias Chairman Ten. Mika war die letzte Person zum Ilias Chairman Ten. Das ist schon heftig, wisst ihr? Er wurde damals, ich bin nicht gestartet, ich habe schon gepennt da, und er wurde nachts angerufen. Ich glaube, Mika, war es 4 Uhr? 4 oder 3 Uhr? Mach mal Daumen, zeig mal die Cam. Ich sehe dich, Bro. Also 4 Uhr. Okay, es war 4 Uhr. Genau. Es war also 4 Uhr nachts und er wurde auf jeden Fall von Mika aus dem Bett geklingelt. Ja, oder 3, scheiß drauf. Auf jeden Fall war es nachts, ja. Und auch von Mika aus dem Bett geklingelt, du musst starten. Und er war die letzte Person zu Ilias Chairman Ten, was schon krass ist, ja. Danach auf jeden Fall den nächsten Tag darauf bin ich gestartet und Leute, wir waren hyped, ja. Wir haben diesen Vergütungsplan gesehen, wir haben uns gedacht, okay, ey, Real Talk, in 2 Monaten bin ich P2K, gib ihn Kante. Das haben wir uns gedacht und das kann ich auch wirklich auch erstmal beweisen. Nämlich, ich werde auch ein bisschen jetzt meinen Bildschirm teilen. Ich habe jetzt nämlich hier so auch eine kleine WhatsApp-Gruppe vorbereitet und Leute, ich habe hier so ein paar Screenshots, ja. Das war da, jetzt so eine kleine Future Chairmans-Gruppe und das war da, wo zum Beispiel jetzt Mika seinen allerersten Launch hatte, ja. Wir haben in der ersten Woche Network gemacht. Leute, das ist Thema damals absolut lost, ja. In der ersten Woche Network gemacht und Tobi davor hat diese Audio da gemacht, wo er einfach gesagt hat, okay, ey, Mika, das ist der Launch, hat im Prinzip Sachen erklärt und ich bin auf jeden Fall ausgerastet. Ihr seht es hier. Jungs, ich drehe durch, ja. Mika bekommt jetzt Leute auf jeden Fall, das ist ein stabiles Mindset. Ich habe 6 Leads, dann ein paar Leute melden sich noch. Das ist krass, wenn man so drüber nachdenkt, wie man da wirklich gerade noch geschrieben hat, ja. Und jetzt sind wir komplett ausgerastet, ja. Diese Ferien schaffen wir P6. Die Ferien waren in 1,5 Wochen dazu Ende. Das ist auf jeden Fall krass. Wir haben so drüber nachgedacht, was für eine Erwartungszeiten wir hatten. Und das finde ich auch, was die meisten Menschen momentan halt nicht haben, weil was ich so wirklich so verdammt auch sehe, Leute, wir waren damals naiv. Wir haben damals gedacht, okay, ey, wir werden sofort diesen P6 reinsmashen, wir werden sofort P2K gehen, wir werden sofort das alles auseinandernehmen, ja, komplett alles auseinandernehmen. Und die alle Leute, die wir jetzt in diesem Business seid, ihr wisst, es ist wahrscheinlich nie die Realität, ja. Ein Launch, danach geht man sehr, sehr, sehr selten P6. Aber gerade auch mit dieser Naivität solltet ihr gerade rangehen, ja, weil was Mika und ich damals verstanden haben, wir haben verstanden, ey, wir können alles in unserem Leben erreichen, was wir wollen, ja, natürlich nicht so schnell, wie wir es damals gehabt haben oder gedacht haben, aber wir hatten wirklich dieses Verlangen, solche großen Dinge zu erreichen und gerade diese Naivität, Leute, gerade diese Naivität braucht ihr, wirklich dieses Feuer einfach sagen, so, ey, wir machen das jetzt einfach mal dann, wir smashen diese verdammten Rackets einfach, ja, als komme, was wollen wir machen, das ist auf jeden Fall dann. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig, Leute. Ja. Was damals aber ein großer Fehler war, den wir gemacht haben, wir haben uns nur auf Network konzentriert. Ja. Wir haben Trading komplett vernachlässigt. Und gerade das war dieser Grund auch, warum wir in den ersten ja, 1-2 Monaten nichts auf jeden Fall hinbekommen haben. Ja. Ihr müsst euch vorstellen, Leute, damals in der Einarbeitung, ich hatte sie mit Miki und mit Jonathan, wurde ich damals eingearbeitet. Ja. Wisst ihr, was ich nebenbei gemacht habe? Ich habe nebenbei Terraria gespielt, wer das Spiel kennt. Schreibt mal in den Chat, wer Terraria kennt, das Spiel. Machen wir 7 Chat. Wer kennt Terraria? Das ist ein geiles Spiel auf jeden Fall. Ich habe Terraria gezockt. Ich saß so da, hier war mein Handy, ich habe so gezockt. Die ganze Zeit so, ja, schön zu. So habe ich das gemacht. So war das damals, ja. Leute, Miki und Jonathan haben gedacht, so, Digga, scheiß auf die, das wird auf jeden Fall eh nichts, ja. Aber trotzdem hatten wir wirklich dieses Verlangen, okay, wir wollten es auf jeden Fall dann machen. Ja, das Ding ist halt, es war damals auf jeden Fall so, da das jetzt der größte Punkt war, warum die meisten Menschen gerade in diesem Business scheitern, warum ich auch fast gequittet wäre, sehr wichtig. Dann, alles ging los, der Hype war auf jeden Fall ganz oben, ja, man hat geballert, Leute, wir haben bis 1 Uhr nachts Insta-Audios geknallt, irgendwelche First Calls, die komplett Müll war gemacht, ja, und dann ging die Schule aber wieder los.
Dann ging die Schule wieder los und dann fing es auf jeden Fall an, okay, das alte Umfeld kam wieder. Ja? Die Wahrnehmung war auf jeden Fall anders, weil, Leute, ich war wieder in der Schule und ich bin wieder mit diesen Gedanken reingegangen, dass die Leute denken, dass ich dieser Ticker bin. Und gerade das ist jetzt immer wichtig, Leute, weil wisst ihr, was eure Identität einfach, sag ich mal, bestimmt? Das, was ihr denkt, was andere Leute über euch denken. Ja? Vielleicht müsst ihr kurz einfach mal nachdenken, schreibt euch diesen Satz auf. Ja? Ihr kennt diesen Satz, habt ihn schon sehr, sehr oft gehört, aber du bist wirklich das, was du denkst, was andere Leute über dich denken, ja, weil das war das der große Punkt bei mir. Ich bin damals in die Schule gegangen und ich habe mich wieder so gefühlt. Ich habe gedacht, okay, ja, ich bin wie dieser alte Typ. Ich konnte mich nicht mit diesem Business wirklich gerade identifizieren und gerade deswegen bin ich sehr, sehr, sehr stark in diese alten Verhaltensmuster zurückgerutscht. Bro, Timo, ich bin nicht das, was ich denke, was ich bin. Ich bin das, was ich denke, was andere denken, was ich bin. Das ist das Ding. Ihr könnt das Recording euch anschauen. Das wird auf jeden Fall richtig sein. Ja, Mann. Das war auf jeden Fall der größte Punkt, sage ich bei mir. Ich habe wieder gedacht, okay, ey, die sehen mich wieder wie dieser Typ, die sind wie dieser Ticker. Und gerade deswegen wurde ich auch wieder dieser Ticker. Ich habe nicht angefangen, sowas zu machen, aber ich habe wieder angefangen, Drogen zu nehmen, ja, wieder viel Scheiße zu bauen. Generell mich nicht mehr mit Mehrwert einfach zu füllen. Und eine wichtige Phase bei mir losgegangen ist, ich konnte mich nicht mehr mit diesem Business identifizieren. Ja, weil was bei mir damals der größte Punkt war, war, dass ich einfach so gedacht habe, okay, Mindset, es wird immer so viel über Dankbarkeit geredet, ja, es wird so viel über, keine Ahnung, über Mehrwert geredet. Ich habe mich darüber lustig gemacht, Leute. Mika kann es, weiß es auf jeden Fall selbst noch. Ich habe mich damals über einen Miki lustig gemacht. Ja, es gab auch ein paar Gründe, weil Miki damals noch sehr viel rumgeschrien hat, aber ich habe mich über ihn lustig gemacht. Ich habe mich über einen Ilja, über einen Johannes lustig gemacht. Ja, ich habe gedacht, so, Digga, ich weiß doch alles schon, was die wirklich, ich weiß doch alles schon über die, ja. Und ein sehr, sehr großer Punkt wirklich, der damals auch wirklich war, was unser, mein Ego war auf jeden Fall on top. Ich weiß nicht, warum es so groß war, aber ich dachte schon, ich weiß alles besser. Ich habe mir von niemandem was sagen lassen, sei es von der Niki, sei es von uns, ich habe gedacht, ich weiß wirklich alles besser. Und was wirklich mal damals auch wirklich sehr, sehr, sehr krass war, weil Leute, ihr kennt ja alle eure Uplines, ne? Ihr wisst, wie eure Upline ist und wenn eure Upline euch etwas sagt, ihr hört auf jeden Fall zu, hoffe ich auf jeden Fall mal, ne? Wisst ihr, was wirklich wir damals gemacht haben, wo wirklich uns Tobi hier gefragt haben. Tobi hat uns geschrieben, ey, Jungs, wie läuft's bei euch? Network und Trading, könnt ihr mal beide ein Audio machen? Ja? Und Leute, macht euch gefasst jetzt auf dieses Audio, was ich damals gesagt habe. Ich riech nach Pisse, nach Ekelhafter. Ich hab gesagt, du riechst nach Pisse, nach Ekelhafter. Einfach komplett, Leute, komplett behindert. Komplett behindert. Und jetzt schaut, was Mika da für ein Audio macht. Vielleicht macht es ein bisschen lauter. So, was Mika da für ein Audio macht. Soll man dazu sagen? Das war unser Rapplein. Das war unser Rapplein. Leute, das war unser Rapplein. Stellt euch ja mal vor, Leute. Jetzt stellt euch mal vor, so, ihr startet einen Partner in diesem Business. Ihr startet einen Partner in diesem Business. Ja? Und ihr fragt ihn, wie läuft's? Und er macht euch so ein Audio. Ich finde es also, ich finde es eigentlich schon krass, so dass Tobi damals sich einfach sofort blockiert hat und einfach weggeworfen hat. Danach haben wir auf jeden Fall eine gute Ansage bekommen. Ja, das stimmt, aber selbst da habe ich auch so rumdiskutiert, so, ja, Digga, nervt jetzt nicht und sowas. Ja, also war auf jeden Fall eine verdammt, verdammt loste Zeit damals. Und das ging die ganze Zeit weiter so. Ich war zwar auf diesem Kurs am Start, aber Leute, ich habe 4 Monate lang oder 5 Monate lang nicht einmal mitgeschrieben. Ich habe gedacht, ey, ich kann mir doch eh alles merken, was auf diesem Kurs gesagt wird. Ich habe ein gutes Gedächtnis. Ja, ich kann mir eh alles merken, ja. Aber Leute, Real Talk, nein, ja, wenn ihr gerade auch so denkt, ich hatte kein gutes Gedächtnis. 90% dieser Informationen gingen wirklich sofort wieder aus meinem Kopf raus. Ich habe alles vergessen gehabt, ja. Und vielleicht 5 Sachen sind einfach 5% vielleicht ein bisschen hängen geblieben. Ja, das war alles. Ich habe die ganzen Kurse nicht mitnehmen können, wirklich. War einfach nur anwesend, aber nicht mit meinem Geist auf jeden Fall anwesend, ja. Ich habe trotzdem immer noch weitergemacht, weil ich weiß nicht, warum es so war, aber ich habe trotzdem immer noch weitergemacht in diesem Business. Ich habe immer meinen Autoship gezahlt. Voll lost, ich weiß nicht warum. Ich habe wirklich im Monat eine Go-Live-Session geguckt. Ich habe im Monat eine Go-Live-Session geguckt und habe trotzdem auch noch meine Autoship gezahlt. Eigentlich finanziell saudumm, wenn man wirklich drüber nachdenkt. Ja, dann, aber Nectar haben wir auf jeden Fall immer weiter durchgezogen. Ja, und als ich dann, sage ich mal, meine ersten 2 Teampartner hatte, was die gute Elisaveta war und der gute Ur war, er ist leider nicht mehr dabei. Ich war halt auch Toonfee, genau. Ich habe die ersten 3 Autoships gezeigt, das komme ich zu gerade. Und da war ich Toonfee, wo ich Toonfee war. Leute, es war für mich wie, als hätte ich Chairman erreicht. Toonfee, easy, du hast alles gepackt, jetzt kannst du Manager-Modus gehen. So war das, Leute. Real Talk, ihr könnt, leider, Leute, leider sind die Personen nicht mehr da. Aber Leute, ich bin damals Toonfee gegangen und ich war Real Talk absolut im Manager-Modus. Man hat mich nicht mehr Gruppen gesehen, ich war Teamcalls gesehen, ich war weg. Ich habe Niki wirklich 2 Wochen gebraucht, um zu anzuworten. Ich habe meiner P2-Upline 2 Wochen gebraucht, um ihr anzuworten auf eine Nachricht, wie er mir weiterhelfen kann.
Das ist heftig. Das ist wirklich heftig, wenn man so drüber nachdenkt, ja. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt langsam mal zu diesem Teil, der langsam wirklich mal interessanter wird, weil diese Zeit war absolut lost, Leute. Ja, ich war, Nico Broch war der beste Spieler. Ich war absolut Alpha in diesem Team. Ich habe alles auseinandergenommen. Leute, die Leute hatten abgeschlossen mit mir. Absolut. Es war komplett abgeschlossener mit mir. Aber ich war halt immer noch so, okay, ey, irgendwie hatte ich noch dieses Verlangen in mir. Ich will auf jeden Fall dieses Business wirklich weitermachen, ja. Und gerade da kam etwas sehr, sehr, sehr Wichtiges, Leute. Weil dann, Weihnachten war es wirklich so, kam Gott sei Dank nochmal Corona. Gott sei Dank. Ich war wieder zu Hause und ja, mein Zimmer wurde auf jeden Fall da neu gemacht, was sehr wichtig war, weil jetzt kommen wir zu einem kleinen Punkt, warum das Zimmer neu gemacht wurde, warum es so ein wichtiger Punkt war. Es war sehr krass. Ihr müsst euch vorstellen, Leute, mein Zimmer wurde in der ganzen Zeit renoviert, wo ich wirklich Schloss war. Also diese ganze Butze hier mit diesen coolen LED-Licht und sowas. Die wurde komplett renoviert. Dann, ich war wieder zu Hause. Und ich habe PlayStation gespielt. Leute, kennt ihr das Spiel Destiny? Ich war auf jeden Fall absoluter King in diesem Spiel. Leute, ich war Platz 1000 der Welt. Ich habe Real Talk, könnte ich alle auseinandernehmen. Ich war der Beste darin, wirklich absolut, ja. Das ist das Ding. Und ich habe dieses Spiel wieder gezockt, diesen Suchti die ganze Zeit. Und dann aber kam ein Teamcall von Jonathan. Dann kam wieder ein Teamcall von Jonathan. Und er hat sehr, sehr krasse Punkte gesagt. Und ein Punkt, den ich wirklich mir rausgenommen habe, war einfach dieser Punkt. Ey, wie kannst du denn erwarten, dass deine Eltern dich supporten, wenn du einfach noch nichts erreicht hast, wenn du gar keine Resultate wirklich vorzuweisen hast. Weil Leute, ein größter Punkt war damals von mir, dass meine Eltern immer gesagt haben, es funktioniert nicht, du machst ja nichts Gescheites, aber ich habe auch einfach nichts in meinem Leben hinbekommen gehabt. Ich hatte absolut gar keine Resultate. Und ein Punkt, der noch Jonathan gesagt hat, was ist dein Plan B? Und dann hat es wirklich mein Kopf gescheppert. Weil ich habe wirklich mal mich dann reflektiert gehabt und dann ging es auf jeden Fall los. Ich habe mich reflektiert, habe gedacht, so, ey, ich bin seit 4 Monaten seit 5 Monaten in diesem Business. Diese Autoshipping ist vielleicht tun viel und ich mache absolut gar nichts. Ich chill den ganzen Tag nur. Was ist jetzt mein Plan B? Ich werde jetzt mein Abi dann vielleicht beenden. Danach werde ich vielleicht eine Ausbildung anfangen, in der ich auch nicht glücklich werde. Und das sollten jetzt auch einige von euch erstmal wirklich vielleicht mal klar machen. Was ist dein Plan B, wenn du dieses Business hier nicht durchziehst? Und Leute, visualisiert das genauso, wie ihr euren Erfolg in diesem Business auch visualisiert. Und diese Angst gerade davor, dieses Leben zu leben, in dem du abhängig bist, arm bist, unglücklich bist, die hat mich angetrieben. Und die war wie ein Schlag in die Fresse für mich. Wie ein Schlag in die Fresse. Ich habe verstanden, ey, was bin ich für eine Missgeburt, ja? Ich rede sehr hart mit mir, Leute, das ist das Ding so. Ich habe gedacht, was bin ich für eine Missgeburt? Wie kann ich das einfach wirklich so machen, ja? Wie kann ich jeden Tag chillen? Und ich habe weitergemacht. Und dann ging es auf jeden Fall los. Real Talk, Leute, ich weiß nicht, wie es gegangen ist, aber ich sehe es auch so oft, Leute. Wir hatten auch gestern einen kleinen Call darüber. Ich hatte alle Sachen schon gewusst. Ich habe einfach diesen Willen wirklich bekommen. Mein nächster Tag, Leute, war mein Kalender 5 First Calls. Der Tag darauf 6 First Calls. Danach wieder 6 First Calls. Die ganze Zeit. Dann ist es auf jeden Fall los. Wisst ihr was, Leute? Dann kurz nach Silvester, der Call war irgendwie so 1-2 Tage vor Silvester, dann kurz nach Silvester kam auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Shoutout. Nämlich, das war dieses Shoutout hier. Ja? Sieht auf jeden Fall süß aus. Das sieht süß aus. Noch das alte Shoutout. Sieht schon krass aus, wenn man so drüber nachdenkt, dass du wirklich solltest. Der P150 stand absolut. Und das war so, Leute, ich habe mich diesen P150, es war schon cool, diesen P150 dann wirklich zu erreichen. Es hat sich wirklich sehr, sehr schön angefühlt. Aber ich wollte wirklich noch mehr haben. Ich habe mich wirklich darüber identifiziert, okay, was will ich ganz genau in diesem Business erreichen? Und ich habe mich da immer sehr hoch geschaut. Ja? Weil als wirklich er das gesagt hat, als Jonas diesen Satz gesagt hat, war mein Ego, mein Ego war weg. Ich war auf jeden Fall dann wirklich bereit zu lernen, weil ich verstanden habe, wie ich in dem Business erfolgreich werde. Und es ist ganz einfach, Leute, wie du hier erfolgreich wirst. Du musst genau das wirklich tun, was dein Nahplan dir ganz genau sagt. Du musst alle Sachen einfach umsetzen, die dir gesagt werden. Und nicht immer drüber nachdenken, einfach, ich brauche neue Informationen, ich brauche das. Nein, du musst in diesem Business ganz normal hart arbeiten. Das ist sehr wichtig. Weil ich habe erwartet, dass ich in 30 Minuten Arbeit am Tag, wo ich vielleicht ein paar zusammen Insta-Quise mache, bezahlt werde wie ein P2K oder wie ein P5K. Das habe ich erwartet mit diesem Business. Aber Leute, wenn du gerade hier so am Start bist, das ist auf jeden Fall die falsche Erwartungshaltung. Um hier bezahlt zu werden, wie dein Hauptberuf, du musst arbeiten wie dein Hauptberuf. Und dann ging es los. Mein Kalender war voll, Leute. Ich habe First Calls geballert, ich habe Follow-ups gemacht, aber ich wollte ein was wirklich werden. Ich wollte die Person sein, die Follow-ups macht. Ich wollte die Person sein, die auch, sag ich mal, einfach auf Teamcalls speaken kann, die anderen Menschen weiterhelfen kann. Das sollte schon immer sein, weil ich wollte eine Person sein, dass ich Verantwortung habe und dass die Menschen in meinem Kreis wirklich mich kannten. Ja? Und deswegen gerade vielleicht auch gerade an dich jetzt in diesem Call. Wer willst du in diesem Business sein? Schreib dir das bitte auf. Wer willst du in diesem Business sein? Oder wer willst du ein Empire sein? Schreib dir das auf. Willst du die Person sein,
die immer auf Teamcalls am Start ist, die Cameron hat. Aber man hört nie etwas von ihr. Man sieht nie ein Rank-Up von dieser Person. Man sieht sie nie auf Teamcalls speaken. Man sieht sie nie auf Incentive Strips. Oder willst du die Person sein? Ja, es hört sich jetzt, soll jetzt keine so für Bestätigung sein. Willst du die Person sein, die gedified wird auf Teamcalls? Willst du die Person sein, die, wo ein Flyer in die Gruppe reinkommt, wo steht Brand New P1K, Brand New P150, Brand New P6 und alle Leute ausrasten, congrats. Welche Person möchtest du genau sein? Das habe ich mich damals gefragt. Und ich wollte nicht ein, keine Ahnung, so auf der Bank sitzen, während andere spielen. Ich wollte ein Spieler sein. Ich wollte auf dem Spielfeld sein und komplett einfach durchziehen. Das ist sehr wichtig, okay? Deswegen macht jetzt ganz genau klar, wer wolltest du gerne aus dem Business sein? Und ich habe gewusst, um ein Spieler zu sein, muss ich P6 sein. Um ein Spieler zu sein, muss ich wirklich P6 sein. Weil damals sollte P6 war auf jeden Fall ein Rank, der auf jeden Fall sehr, sehr, sehr geil war für mich, ja? Du verdienst ein erstes passives Einkommen, du kannst deine eigenen Leute, sag ich mal, ein bisschen führen und dann ging's los, Leute. Wisst ihr, was dann passiert ist? Ich habe mich so hart in dieses Gefühl verliebt, P6 zu sein. Ich hatte ein Brennen auf der Brust. Und gerade das, dieses Brennen, solltet ihr auch wirklich gerade haben. Warum wollt ihr diese Person sein? Visualisiert das. Warum wollt ihr wirklich P6 gehen? 2 Wochen später, Leute, kam der P6. Es waren wirklich genau 2 Wochen. Ich habe es mit Chris letztes Mal Backoffice nachguckt. Es waren genau 2 Wochen später, kam der P6. Und Leute, dieser P6 hat sich sehr gut angefühlt. Ich sage es ehrlich, weil es waren die ersten Punkte, sag ich mal, wo erst auf jeden Fall losging, ja, wo es wirklich losging und du verstanden hast, dass einfach nur alles an dir liegt. Weil Leute, ich habe mich einfach dazu entschieden, weiter durchzuziehen. Ich habe mich einfach dazu entschieden, hier all in zu gehen, hier erfolgreich zu werden. Weil, Bro, genaues Datum weiß ich nicht. Kann ich dir nachsagen? Kann ich vielleicht nach mal ein Team B schreiben? Ich weiß gerade nicht ganz, das habe ich nicht rausgesucht. Aber im Januar auf jeden Fall. Im Januar auf jeden Fall. Ich habe mich einfach dafür entschieden, hier in diesem Business erfolgreich zu werden. Ja, und ich glaube, das ist auch dieser Punkt, weil die meisten Menschen einfach stucken sind. Leute, ihr habt euch noch nicht für euren Erfolg entschieden. Das ist alles. Ihr habt euch nicht noch für 110% dafür entschieden, hier in diesem Business erfolgreich zu werden. Weil als ich dafür entschieden habe, Leute, das Business war Priorität Nummer 1. Ja, ich habe auf Schule ein bisschen vernachlässigt. Ich habe andere Sachen vernachlässigt zu 100%. Aber was mir Ilja damals auch immer gesagt hat, ey Adrian, wenn du jetzt dafür bereit bist, 2-3 Jahre zu arbeiten, so wie keiner will, wirst du noch leben, wie keiner kann. Und der Satz hat sich von Anfang an mein Gehirn eingebrannt. Ich muss jetzt 2-3 Jahre diesen Sacrifice geben, um an einen gewissen Punkt einfach zu kommen. Das war sehr wichtig, Leute. Als ich dann wirklich auch diesen P6 reingemacht habe, habe ich verstanden, dass das, was ich jetzt gerade bin, diese Person, die ich jetzt gerade bin, nicht leider mehr ausreicht. Ich konnte nicht mehr dieser Adrian sein, der, weil Leute, P6 können mit harter Arbeit einfach erreichen, zu 100%. Ballert, Kreuze geht P6, zu 100%. Da brauchst du wirklich noch nichts. Aber ich habe verstanden, okay, bis zum nächsten Step, ich brauche ein paar mehr Punkte. Ich brauche wirklich mehr Sachen einfach. Ja? Und da habe ich wirklich angefangen, ich muss die jetzige Person von meiner selbst einfach nicht töten, aber verändern. Weil ohne Veränderung erfolgt einfach leider keine Verbesserung. Das ist wichtig. Deswegen, mit was habe ich einfach angefangen? Ich habe angefangen, wirklich sehr, sehr viele Mentorship-Calls zu schauen. Leute. Jeden Morgen lief ein Mentorship-Call. Ja? Ich habe den Empire-Channel durchgesuchtet. Alles Mögliche habe ich wirklich durchgesuchtet. Und jedes Mal mitgeschrieben, Leute. Ich war hungrig danach. Ich wollte wachsen. Ich wollte neue Sachen lernen. Ja? Ich sehe es aber leider so oft. Leute kommen in diese Calls hier rein und setzen sich und sagen, okay, ey, ich lasse mich jetzt wieder ein bisschen berieseln. Geh jetzt in diese Calls einfach hinein mit diesem Verlangen, ey, ich will etwas Neues lernen. Ich will jetzt eine bessere Vision meiner selbst werden. Weil dieses Verlangen hatte ich. Ich habe jeden Call, ich habe jeden einzelnen Satz mitgeschrieben. Ich habe nicht mal so nebenbei mal aufs Handy geguckt, ja, mit einer anderen Person mal geredet. Nein, Leute, ich habe diesen Call so verdammt fokussiert, weil ich genau gewusst hatte, dieser Call kann jetzt genau dieser eine Satz kommen, der mich aufs nächste Level bringt. Weil wenn wir jetzt ganz kurz wieder ein paar Minuten zurückgehen, wegen einem Satz von Jonathan bin ich damals einfach nur all-in gegangen. Und genau dieser eine Satz kann es auch gerade für dich kommen, der dich komplett einfach hier ein bisschen wieder reinklost. Der dich P6 macht. Der dich P1K macht. Versteht ihr? Dieser eine Satz kann auf diesen Teamcall kommen. Deswegen, wenn du nicht auf Teamcalls bist, du verweigerst deinen eigenen Erfolg. Das ist sehr wichtig und das habe ich damals verstanden. Deswegen war es damals für mich eine absolute Priorität, ein absolutes Muss, auf jeden Teamcall am Start zu sein. Und ich bin gewachsen, Leute. Ich habe verdammt viele Fragen gestellt. Und ja, Leute, mit P6 ist das Team gewachsen. Und Gott sei Dank habe ich damals eine Person über Instagram kennengelernt. Einige kennen ihn vielleicht noch, den guten Leonardo. Ich hatte ihn damals angeschrieben gehabt, ist auch eine witzige Story. Und was er damals in Bielefeld aufgebaut hat, war wirklich sehr krass.
weil dadurch, dass ich eine Person auf Instagram angeschrieben hatte, hat sich etwas sehr, sehr Großes mittlerweile in Bielefeld aufgebaut, was mir aber wirklich noch nicht so klar geworden ist. Ja? Und dieses Große, das sich einfach mal aufgebaut hat, Leute, will ich euch ein bisschen mal zeigen, weil genau das ist jetzt vielleicht nicht das Heftigste, aber genau das, was sich da, sag ich mal, so ein bisschen aufgebaut hat, ist auf jeden Fall etwas sehr, sehr Cooles. Ja? Müsst ihr euch vorstellen, Leute, wir sind nach Bielefeld gefahren, ja, wir sind nach Bielefeld gefahren und wir hatten so ein kleines Teamtreffen. Und das war, sag ich mal, unser kleines Team da. Ja? Hier hat auf jeden Fall Lisa geschlafen, da unsere alte Upline, hier Mika, da war Leonardo. Ich glaube, das war Imran, ja, das liegt auf jeden Fall Imran, ja, und das war auf jeden Fall noch ein anderer Dude. Das war das, Leute, das war unser allererstes Teamtreffen, ja, hier hätten wir auf jeden Fall noch so ein kleines Mentorship Calls, das war was anderes. Das ist sehr, sehr wichtig, weil generell Führungskräfte und Technologie... Voll cringe, wenn ich mich reden höre. Aber Leute, wir hatten so kleine Teamtrainings zusammen und Leute, das war krass, weil ich habe einfach verstanden, was das in diesem Wissen erreicht, was du dir einfach erreichen kann. Dieses Gefühl, Leute, war eine kleine Familie. Wir hatten zusammen so viel Scheiße gebaut, Leute. Wir hatten damals, ich weiß noch, ich war mit Mika irgendwie einkaufen oder so und da gab es so einen Supermarkt, ich weiß nicht, wie er heißt, und wir haben da solche Chilis gekauft. Da stand so heißeste Chili drin. Wir haben die auf jeden Fall mitgenommen, haben die eingekauft und dann hatten wir sie am Abend, haben gesagt, okay, wir haben so ein Spiel gespielt und der Verlierer muss diese Chilis essen. Ja, die Leute haben die Chilis gegessen, Leute, das Gesicht wurde so verdammt rot von einigen Personen, ja, unter anderem von einem Imran auch, ja, ein Imran hat so eine Chili gegessen, wollte wieder auf cool machen natürlich, ne, hat so das schärfeste Ding gegessen, ich weiß nicht, wie das Teil hieß, hat es gegessen und er ist fast gestorben danach. Das Witzige ist, er kommt wieder zurück in das Zimmer mit so einer Sahneflasche, trinkt die so, setzt ab und sagt, ich bin Laktoseintolerant. Ihr wollt nicht wissen, was in der Nacht danach passiert ist bei Imran. Das kann er vielleicht mal erzählen, ja. Das heißt, dieser Zusammenschweiß, diese Erlebnisse kamen dann wirklich, nur weil ich eine Person über Instagram angeschrieben habe. Schon heftig, oder? Diese kleine Familie, die sich da einfach aufgebaut hat. Nur weil ich eine Person über Instagram angeschrieben habe. Das ist krass. Das heißt wirklich, was ich damals verstanden habe in diesem Bielefeld, ja, wo wir in Bielefeld waren, ich habe verstanden, dass dieses Business hier mehr als ein Business ist. Es geht hier nicht nur darum, nur Calls zu ballern. Es geht hier nicht darum, nur Mehrwert zu geben. Es geht hier um, mit deinem besten Freund einfach erfolgreich zu werden. Weil genau das kannst du hier im Network. Und das hat mir wirklich so einiges klar gemacht, weil Leute, wir hatten so viel Spaß in dieser Zeit. Wir haben so viel gelacht. Und genau das war noch diese Person, mit der ich einfach dann langfristig P1K gegangen bin. Das war heftig. Das heißt, es war einfach eine so verdammt kleine Familie, wo wir einfach die ganze Zeit gehustelt haben. Und das ist einfach so verdammt schön. Weil es gibt gar kein anderes Business, Leute, wo es wirklich so einen Zusammenhalt einfach gibt. Das war krass. Leider in dieser Zeit sind nicht nur positive Dinge passiert, Leute. Leider nicht, weil es kam auch immer wirklich ein kleines Down. Ihr müsst euch vorstellen, Leute, unser Sponsor damals, ja, der uns ja alles hier weitergezeigt hat, er ist damals gequittet und er hat halt einfach keinen Bock mehr auf IM. Ja. Er hat einfach gesagt, okay, das ist scheiße, bababam, und war auch wirklich komplett anti-Network. Problem ist nur, er war immer noch unser bester Freund und hat uns wirklich extrem, extrem negativ runtergezogen, ja. Trotzdem waren Mika und ich immer noch so weiter am Start, haben gesagt, okay, scheiß drauf, wir ziehen trotzdem mal weiter durch. Und genau dieses Verlangen solltest du gerade auch haben. Frag dich mal selbst, was würdest du tun, wenn deine Upline jetzt einfach quitten würde? Einfach komplett weg ist, weil dazu wird gleich noch ein bisschen mehr noch auf jeden Fall später kommen. Was würdest du tun? Würdest du mitquitten? Würdest du verzweifeln? Oder würdest du verstehen, dass du einfach noch weiter durchziehen musst? Das ist wichtig. Was würdest du tun? Das habe ich nachgedacht, weil es war eine harte Zeit für mich. Es war eine sehr, sehr harte Zeit für mich. Aber ich habe trotzdem noch weiter durchgezogen. Ja? Weil es war, wie gesagt, unser bester Freund. Einfach weiter durchziehen. Ich weiß Bescheid. Gut, Mann. Ich weiß Bescheid. Sehr, sehr gut. Wie gesagt, Leute, diese Zeit war sehr, sehr krass. Und derzeit ging es auf jeden Fall los, weil ihr müsst euch vorstellen, Leute, wenn du dann langsam P6 bist, du baust dein eigenes Team auf, du bist immer kompetenter. Es geht langsam los, Leute, mit eigenen Calls, ja. Mein Kalender hat sich gefüllt. Ich weiß doch, die Leute, die in dieser Zeit am Start waren, es war ein Omer, es war eine Lisa, es war ein Imran, es war ein Mika. Ich glaube dann, es war, na, Misha, Bro, du warst, ich weiß nicht, ob du so alles mitbekommen hast, Bro, ich weiß nicht mehr. Ja, auf jeden Fall in der Zeit ging es das komplett dann los, ja. Mein Kalender war voll und dann ging es auf jeden Fall los. 2-3 Jahre Arbeit mit keiner, mit dem keiner kann. Leute, ich bin von der Schule um 15 Uhr rausgekommen, ich hatte bis 1 Uhr nachts Calls. Ich musste auf meinen Sport sacrificen, ich musste auf Essen sacrificen, ich konnte den ganzen Tag nichts essen und so ging es komplett los. Bist du dafür bereit, diesen Weg zu gehen? Dass du wirklich 2 Monate lang 4 Stunden Schlaf hast und ja, Leute, ich meine 4 Stunden Schlaf, jeden Tag nur. Ja, in der Schule gefühlt ganz allein einpennen bist, den ganzen Tag noch durchgehend Calls ballerst und wo vielleicht auch da einfach machst, wo einfach gar nichts passiert. Weil das ging dann auf jeden Fall los. Wir haben ganz halt gehustelt. Aber was ich immer schon gewusst habe, wenn ich arbeite, wird sich irgendwie auszahlen. Mein Mindset war auch schon mal damals immer so,
ey, egal was passiert, es passiert irgendwie für mich. Es war, macht mich alles einfach nur noch stärker. Das war ein Mindset, was mich damals in meiner Zeit wirklich schon sehr geprägt hat. Ja, deswegen, wenn du gerade vielleicht durch Scheiße gehst und wenn du gerade irgendwelche Sachen gerade erlebst, Leute, es wird dich einfach immer noch stärker machen. Ja. Vielleicht können sich einige noch daran erinnern, in dieser Zeit gerade, wo dieser Hass auf jeden Fall losging, war ein Griechenland-Incentive, ja. Genau dieses Incentive, was wir gerade auch noch im Network haben oder was wir gerade auch noch in Thailand haben, ja. Genau so ein Incentive war gerade dort. Und Leute, für mich war es damals so ungreifbar, nach Griechenland zu fliegen, ja. Trotzdem bin ich irgendwie in diesen Rank einfach reingerutscht. Der P1K stand auf einmal und ich hatte genug Punkte. Auf einmal war ich Platz 5 auf der gesamten Rangliste und ich war in Griechenland mit Ilya Zubix, Hussein Yaba, Erik Lukas, Daniel Zubix, solchen Leuten war ich einfach in Griechenland. Und Leute, ich kann euch wirklich sagen, dieses Incentive hat einiges in meinem Leben gerade verändert. Und ich werde euch ein paar Einblicke einfach mal geben, ja, wie wirklich dieses Incentive einfach genau mal war. Ja. Erstmal, vielleicht kennen ihn einige gar nicht mehr, das war by the way mein P1K-Flyer. Das ist auch eine sehr, sehr witzige Geschichte, wie er reingemacht wurde. Ja, also ich finde ihn nicht so hübsch im Vergleich jetzt zu Imran seiner oder zu Mika seiner, zu Lisa ihren. Ja, das war auf jeden Fall der P1K-Flyer. Und Leute, dieser Flyer, er war auf jeden Fall wirklich cool, ja, aber zu diesem Flyer würde ich doch gleich noch andere Sachen erzählen, ja. Das heißt, Leute, ich war P1K, ich war wirklich der höchste Rank mittlerweile in unserem Team, beiseite meiner P2K-Upline, ja, also ich war wirklich so Platz 2 im gesamten Team und ja, ich war zufrieden, Leute, ich war zufrieden, ich habe gedacht, okay, ich habe diese Anerkennung bekommen, ich bin jetzt in Griechenland dabei und in Griechenland hatten wir auch noch eine verdammt geile Zeit, wenn ich das nur kurz zeigen kann, weil, ups, wir hatten eine sehr, sehr geile Zeit hier, weil ich mir vorstellen, genau, kurzfristige Probleme. Eine Sekunde. Ich muss mir vorstellen, Leute, das war Griechenland. So sah das aus. Das war der allererste Tag. Das war in, das war auf Kreta war das. Und Leute, wo ich diesen Ausblick hier gesehen habe, habe ich dieses Business verstanden. Ich habe verstanden, dass du alles erreichen kannst, was du willst. Du kannst alles ganz genau schaffen, wenn du es willst, wenn du es einfach nur zu 100% willst. Und es wird sich immer lohnen. Leute, ich hatte 4 Stunden Schlaf jeden Tag. Ich hatte Sacrifice. Leute, ich habe geweint manchmal, weil nichts gelaufen ist, weil die Schule nicht mehr gelaufen hat, weil meine Eltern absolut gegen mich waren. Ja, ich war manchmal am Boden, absolut. Und trotzdem, dieser Ausblick dann, Leute, es war wirklich eine absolute Genugtuung. Ja, es war eine absolute Genugtuung. Unter anderem auch, sag ich mal, das allererste Mal selbst gefahren. War auch krass. Mit einem Hussein Yaba. Ja, mit einem Hussein Yaba war ich mit Jetski fahren, mit einem Jan Eberhard. Wir mit Jetski fahren und es war eine coole Zeit, weil Leute, ihr müsst euch vorstellen, wenn wir jetzt auch in Barcelona sind, Leute, nehmt euch ein bisschen Geld mit, wir gehen auf jeden Fall Jetski fahren. Bleibt gerne einen Tag länger, wir gehen alle zusammen Jetski fahren. Dieses Gefühl, wenn du auf diesen Wellen, auf diesem Teil sitzt, ja, mit 70 oder 80 km über diese Wellen ballerst, das ist ein krasses Gefühl. Und Leute, da habe ich in meinem Leben das allererste Mal das Gefühl von Freiheit gespürt. Das allererste Mal Gefühl. Weil du hast wirklich verstanden, nichts hält dich auf. Du kannst alles bestimmen, was du wirklich möchtest. Du kannst alles bestimmen, wenn du es auch zu 100% möchtest. Ja? Und ich habe auch meinen zukünftigen Lifestyle auch wirklich erstmal kennengelernt. Weil Leute, das hier, wenn ich es mal groß machen kann, das hier war auf jeden Fall der zukünftige Lifestyle. In so ein Haus zu wohnen, das ist ein bisschen klein, ich weiß, aber in so ein Haus zu wohnen, wo, ja, wo es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön aussieht. Jetzt mal kurz an die abchecken, weil die Leute hinten gerade Calls machen. Es war eine Villa in Barcelona, Leute, die wirklich sehr heftig war, die sehr, sehr heftig war. Das war das Incentive von Ilya. Und Leute, wenn ihr da rausguckt und das seht, sieht Manus Gesicht. Das war heftig. Das ist heftig. Leute, wir haben von dort aus ganz normale Calls geballert. Jeden Tag. Wir haben Calls geballert, wir sind ganz normal vorangekommen. Wir haben jeden Tag dieselben Shit einfach getan. Nur, dass wir morgens nicht uns geduscht haben, nein, wir sind in den Pool gejumpt. Und das habe ich einfach wirklich kennengelernt. Ich habe wirklich verstanden, so, okay, das alles kann einfach mein Lifestyle sein. Das ist die Macht von Konstanz. Weil Leute, ich habe die ganze Zeit geballert, ich habe diese ganzen Calls gemacht und es kam einfach nichts. So, du siehst so, vielleicht gehst du P6, vielleicht gehst du P1K, ja, und irgendwie der Lifestyle verändert sich nicht. Ja, du bist immer noch in deinem Zimmer, in demselben Zimmer und ballerst du noch dieselben Calls. Ja, aber trau mir, es wird sich etwas verändern. Es verändert sich die ganze Zeit etwas. Du bist die ganze Zeit auf etwas vorbereitet, was genau dieses Leben einfach war, was ich euch gerade gezeigt habe. Wenn du lang genug durchziehst, wenn du 2, 3 Jahre durchziehst, wirst du genau dieses Leben einfach leben, wie ich es euch gerade gezeigt habe. Du wirst genau diesen Punkt sein, dass du in den Pool jumpen kannst. Dass du einfach sagen kannst, ey Leute, wir gehen jetzt spontan Jetski fahren. Ey Leute, wir gehen jetzt einfach mal was wirklich sehr Gutes essen. Und das einfach noch mit deinen besten Freunden. Das war krass. Leute, wir haben damals auf sehr, sehr viel Mist in dieser Villa gebaut, ja. Auf einmal, ich stehe morgens auf einmal steht so eine komplette Liege, so eine komplette Sonnenbank, einfach im Pool drinne, wo ich denke, Digga, wie ist das gerade hier passiert? Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr viel passiert. Und ihr seht gerade, Leute, das ist einfach dieses,
das Wunderschöne an diesem Business. Du kannst ja so viel Spaß einfach gerade haben, mit deinen besten Freunden dafür nach Hause zu kommen. Was das Problem einfach dann gerade war, nach diesem Kriegsstand-Incentive, nach dem PMK, war ich wieder zu Hause. Und das Verlangen war nicht mehr da, Leute. Weil ich hatte das Leben kennengelernt und ich war jetzt irgendwie PMK und leider in dieser Zeit ist auch etwas noch Krasseres passiert. In dieser Zeit ist es nämlich losgegangen, dass meine damalige P2K-Applying gequittet ist. Von einem auf anderen Tag. Die Person, die mir geschworen hat, immer mit am Start zu bleiben, dass sie mir für ewig dienen wird, mit mir reisen wird, nach Dubai reisen wird, die ist gequittet. Einfach so. Und war für niemanden mehr da. Das war heftig, Leute, ja. Und das war eine Zeit, wo das Feuer wirklich weg war. Es war wirklich, absolutes Feuer war weg. Und dann ging es auf jeden Fall auch los, dass meine andere Upline fast gar nichts mehr getan hat. Ja, das ging auf jeden Fall auch los. Dazu kommen wir auf jeden Fall später. Gott sei Dank ging auch nach anderer Zeit los, die mir wieder ein Verlangen ausgelöst hat. Nämlich, ich war mit der Schule fertig und ich habe mein FSJ angefangen. Ja, ich habe mein FSJ angefangen, um mein Fachabitur zu bekommen. Und Leute, ich habe diesen Job angefangen und ich habe ihn gehasst. Ich habe es gehasst, morgen um 6 Uhr morgens aufzustehen, irgendwie dahin zu gehen, arbeiten für, keine Ahnung, es hat 2 Euro die Stunde oder sowas. Ich habe es wirklich gerade gehasst. Aber was ich gerade noch verstanden habe, ich darf mich jetzt nicht auf dieses Negative konzentrieren. Ich muss mich ganz genau auf diese Lösung konzentrieren. Vielleicht ihr gerade auch an euch, wenn ihr in einem Job gerade seid, wo, keine Ahnung, wo ihr gerade das, ihr habt keinen Bock drauf, ihr habt keinen Bock auf euren Chef, ihr habt keinen Bock, diese ganzen Sachen zu tun. Leute, ihr habt mit IAM hier gerade diese Lösung, ja? Und ich habe diesen Job wirklich absolut gehasst, ja. Was ist passiert? Ich habe einfach diese Entscheidung getroffen, ihn zu quitten nach 2 Monaten, was vielleicht nicht das Klügste war, und einfach komplett all in zu gehen. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich keinen Plan B mehr. Ich hatte nur noch keinen guten Abschluss. Und ich bin einfach komplett all in gegangen. Ich habe gesagt, okay, ich muss in diesem Business erfolgreich werden. Ich muss diese Entscheidung treffen, hier einfach komplett all in zu gehen, ja. Wie gesagt, damals kam aber absoluter Dropout. 50% des gesamten Teams waren weg. So von 40 Leuten waren 50% weg. Ja, weil damals auch noch mein bester Leader gequittet ist. Der Leader, der das gesamte Bein in Bielefeld aufgebaut hat, ist gequittet und hat anderen Leuten gesagt, okay, ey, IAM funktioniert nicht, IAM ist ein Scam, bam, 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 bam. Das hat er gemacht, mein damaliger Leader. Das war heftig, Leute, das war heftig. Und das hat mich auch damals zurückgelegt, weil er war diese Person, auf die ich immer gebaut habe, wo ich mir gedacht habe, okay, hast du wirklich immer am Start. Er war wirklich das. Trotzdem hat leider zum Glück sich in dieser Zeit auch ein Imran, sag ich mal, ein bisschen herausgearbeitet, ja. Imran war dann immer diese Person, er war immer so am Start und hat immer dann so gesagt, ey, ich übernehme es hier alles so. Und er hat gerade in Bielefeld das gesamte Team auch auf einmal komplett übernommen, ja. Er hat wirklich um diese ganzen Menschen gekümmert. Deswegen, Leute, die Leute in Bielefeld, machen mal bitte ein bisschen Welle, so im Chat. Macht mal ein Sieben, macht mal ein Herz, macht mal ein Erdmenschen für Imran rein in den Chat. Das ist das Ding. Ich küsse euer Herz, ja. Ohne diesen Jungen wärt ihr auf jeden Fall nicht mehr hier. 100%. Ihr werdet auf jeden Fall nicht vom Start. Und gerade auch die anderen Leute, weil ihr wisst, Leute, für den aus den damaligen Beinen, ihr wisst, wer damals gequittet ist. Und ohne Imran, Leute, ihr werdet auch nicht vom Start. Genau, und mehr von denen rede ich gerade. Ja, das ist krass. Deswegen, Leute, könnt ihr so dankbar für diesen Jungen zu 100% sein. Das ist wirklich sehr heftig. Für diese Entscheidung wurde damals getroffen, Leute, das FSJ zu quitten und es wurde absolut durchgezogen. Ja, aber dann waren wir verstanden, okay, ey, wir können nicht mehr rumpusten. Wir müssen jetzt wirklich mal all in gehen. Ja, und ich will euch jetzt nicht dazu ermutigen, irgendwelche Sachen einfach zu tun, ja, die einfach nicht überlegt sind. Aber wenn du dich wirklich dafür hier entscheiden hast, hier damit all in zu gehen, einfach hier alles zu tun, dann treff auch diese Entscheidung, die dafür da sind. Ja. Was ich damals auch wirklich schon immer verstanden habe, du musst einfach mehr tun als die anderen, dass das einfach keiner tut. Ich war schon immer eine Person, Leute, ich habe sofort Face-Stories gemacht auf Instagram. Ich habe sofort IGTVs gemacht auf Instagram. Ja, diese Sachen, die einfach sehr unangenehm waren, aber die habe ich getan. Weil ich habe verstanden, die Angst muss beim Kompass sein. Ja, das war sehr, sehr wichtig. Ich habe dann damals dann noch, sag ich mal so, ja, ein neues Feuer noch gesucht, aber dieses Feuer, Leute, ich habe es nicht gefunden. Ich habe dieses Feuer nicht mehr gefunden. Ich hatte trotzdem gemacht, aber ihr kennt es selbst, Leute, wenn ihr gerade am Machen seid, aber es fühlt sich nicht so an, als ob ihr gerade vorankommt. Ihr stagniert einfach gerade so und es kommt einfach gar nichts voran. Und das ist einfach dieser Grund, Leute, warum ihr wirklich kein festes Ziel habt und dieses Ziel nicht zu 100% erreichen wollt. Das war dieser Punkt. Ein anderer Punkt auch gerade davon, Leute, war, dass unsere Upline damals auch nichts mehr getan hat. Unsere Upline war nämlich diese Person, die uns immer dann gesagt hat, okay, mach jetzt mal, aber von ihrer Seite absolut gar nichts mehr kam, wisst ihr? Es kam wirklich einfach gar nichts mehr, aber einfach diese Person gesagt hat, das läuft scheiße so. Und ich weiß, kann mich schon ganz genau an diesen Tag erinnern, was wirklich sehr hart für mich war. Wir hatten einen Call mit ihm,
Und ich habe ihm gesagt, ey, ich will dieses Jahr noch P2K gehen und FTMO hitten. Und er hat gesagt, ey, das schaffst du nicht. Das ist hart. Das ist hart. Stell dir jetzt mal vor, wirklich, du redest mit deiner Upline und er sagt dir wirklich straight in die Fresse, du schaffst es nicht. Du bist nicht gut genug. Das war hart für mich. Trotzdem haben wir da auch alle damals eine Entscheidung getroffen. Wir haben gesagt, okay, ey, wir müssen jetzt langsam unser eigenes Ding machen. Das war da. Aber es ist noch nicht so wirklich passiert. Ja? Wir haben uns wirklich langsam auf uns selbst fokussiert und haben einige Events in Bielefeld gemacht. Ja? Sind Bielefeld hochgerast, meine ich. Und ja, haben wirklich einige Events gemacht. Danach ging es noch spontan nach Nürnberg. Und jetzt kommt auf jeden Fall eine Story, die wirklich sehr cool war. Wir waren in Nürnberg, Leute, bei Mickey. Und zu dieser Zeit war die Houston Convention in Amerika, die Houston Convention. Und ja, Lisa, ich und Mika hatten uns Direktflüge nach Houston gebucht von Frankfurt. Auf einmal kam so wunderschöne Meldung, ich weiß nicht, von welcher gottverdammten Seite diese Meldung kam, aber dass man leider nicht mehr in Amerika einreisen kann, wenn man aus Europa kommt. Ja? Um Amerika einzureisen, musst du mindestens 2 Wochen lang außerhalb von Europa sein. Und ich denke mir so, Digga, dieser Flug hat 1,2 gekostet von Houston zurück und jetzt kann ich da nicht mitfliegen. Scheiße, was habe ich gemacht? Alle Kryptos rausgezogen und dann mir einen Flug nach Mexiko gebucht. Ja, diese Entscheidung wurde auch einen Tag übrigens vor dem Flug nach Mexiko getroffen. Ja, das war dann noch in Nürnberg. Ich weiß noch, wie Imran dann seine Mutter angerufen hat und gesagt hat: Ey, ich fliege jetzt nach Mexiko. Das weiß ich noch. Das war auf jeden Fall auch grandios. Und ich habe meine Eltern auch so angerufen: Mama, Papa, ich fliege nach Mexiko. Die so, was? Ich so, ja, ich fliege nach Mexiko. Koffer gepackt, nächsten Tag soll es dann wieder komplett losgehen. Und Leute, jetzt kommt's. Gott sei Dank ist Lisa und Imra sind über Amsterdam geflogen. Mika und ich haben uns natürlich erst bequem gemacht, wollten von Frankfurt fliegen. Ja, das war, weil Frankfurt ist einfach, keine Ahnung, 40 Minuten hier von entfernt. Und über Frankfurt fliegen, sind dann in diesem wunderbaren Flughafen. Leute, ihr wisst nicht, wie gehypt wir waren. Das erste Mal wirklich mal über den Atlantik fliegen. Das allererste Mal in einem komplett anderen Kontinent zu sein, der andere Kultur zu lernen und unsere größten Mentoren einfach kennenzulernen. Unsere Mentoren die Hand zu geben und einfach so sagen, ey, ich bin da. Wir hatten keinen PCR-Test. Wir hatten einfach kein PCR-Test, Leute. Das war das Ding. Wir stehen dann da beim Check-in. Und ja, Kondo hat sich einfach gedacht, so, okay, ja, die braucht einen PCR-Test. Wir sagen, ey, wir sind doch geimpft, wieso können wir jetzt einfach nicht hier rein? Wir hatten keinen PCR-Test und deswegen konnten wir diesen Flug nicht mehr mitnehmen. Ja? Das heißt, innerhalb von so, ich glaube, einer Woche war das, haben wir an die 3.000 € innerhalb nur von Flügen verballert. Wir haben keinen Cent mehr davon wiedergesehen und waren zu Hause, währenddessen eine Lisa und ein Imran in Mexiko waren und eine wunderschöne Zeit wirklich hatten. Ja? Aber gerade in dieser Zeit, Leute, weil jetzt geht es auf jeden Fall langsam los, wo ihr vielleicht ein bisschen mitschreiben könnt. Gerade in dieser Zeit ging es wirklich los, wo mein Mindset sich sehr geändert hat. Weil gerade an diesem Tag noch, wo wir diesen Flug mitnehmen konnten, klar, Leute, ich war abgefuckt. Ich bin ehrlich zu euch. Ich war sehr, sehr schlecht gelaunt hat gerade. Aber ich bin nicht ausgerastet. Ich habe mir gedacht, okay, ich kann eh nichts mehr dran ändern. So. Und zur selben Zeit hatte eine Frau genau dasselbe Problem. Sie hatte auch keinen PCR-Test. Leute, die wissen nicht, wie sie ausgerastet ist. Sie hat rumgeschrien, ein Koffer ist geflogen. Ja, Leute wurden beleidigt. Alles Mögliche, komplett. Und ich habe wirklich gerade verstanden, diese Frau war locker 40 Jahre oder 30 Jahre älter als ich. Ich habe verstanden, okay, krass. Irgendwie mache ich aber doch das Richtige. Weil ich habe angefangen, das Positive in diesem Ding zu sehen. Weil Leute, wie es auch da gestern auf dem P6-Call Janik Kern gesagt hat, Leute, das Leben hat immer zwei Seiten. Immer zwei Seiten. Eine positive Seite und eine negative Seite. Die Frage ist noch, was für eine Perspektive du die Sachen einfach betrachtest. Das ist sehr wichtig. Was wir in dieser Zeit gemacht haben, Leute, Nico und ich, wir hatten an demselben Tag noch einen sehr schönen Abend noch. Wir haben sehr viel gelacht trotzdem. Und ja, wir haben in Leipzig sind nach Leipzig gefahren und unsere neue Upline Erik Lukas kennengelernt. Ja? Wir haben einfach das Beste draus gemacht, Leute. Ich sage es mit jedem, von denen ich calle, immer macht das Beste draus. Und vielleicht haben sich einige auch nie so gefragt, okay, warum sagt ihr das überhaupt? Leute, macht einfach das Beste draus, was ihr gerade habt. Egal, wenn es gerade scheiße ist, egal, wie es gerade wirklich läuft bei euch, macht einfach jetzt gerade das Beste wirklich aus eurer jetzigen Situation. Weil ihr habt alle Möglichkeiten gerade dafür. Ihr könnt immer das Beste wirklich daraus machen. Das ist wirklich so. Dann haben wir mit Hannes bei Paul geschlafen, das weiß ich noch. Das waren auch wirklich noch legendäre Tage. Wir hatten auch noch sehr, sehr viel Spaß. Wirklich sehr viel Spaß hatten wir. Und wir haben wirklich die Culture kennengelernt. Und Leute, ihr müsst euch vorstellen, damals war es halt so, wie gesagt, wir hatten keine Upline. Wir hatten keine Upline, die am Start war. Wir hatten keine Teamgruppe, wo Action drin war. Ja, wo man gemerkt hat, die Leute gehen nach vorne. Leute in unserer Teamgruppe war gefühlt eine Nachricht, die Nachricht, die drin war, war keine Ahnung, Empire Purge. So, das war es halt immer, die Nachricht, die vielleicht reingekommen ist. Das war unsere Teamgruppe. Es war absolut tot. Die Kalte war weg. Und dann haben wir auf jeden Fall das Büro kennengelernt und wir haben Leute gesehen, so, ey, das Business kann ja auch Spaß machen.
man kann ja auch einfach wirklich einfach gerade Spaß machen, einfach nach vorne zu kommen. Es kann wirklich Spaß machen, dieses Business hier zu machen, weil Leute, damals haben wir alles einfach nur auf Krampf gemacht. Und dieses Gefühl wirklich dann, wo es dann Michi auch noch gesagt hat, ey, ihr werdet jetzt langsam dann zu Erik verschoben, Erik wird eure neue Upline, dieses Gefühl war schön, weil Erik, Leute, war eine Person damals, die wirklich so uns mit offenen Armen empfangen hat. Leute, er war wie ein großer Bruder oder ist immer noch wie ein großer Bruder, ja. Man kann ihm so viel verdammt viel Spaß haben, so viel Mist wirklich bauen, aber er kann dich auch so verdammt weiter nach vorne bringen, die auch manchmal in den Arsch treten, ja. Und deswegen, Leute, hat mir dieses Gefühl wieder neues Feuer gegeben, weil ich habe langsam wirklich verstanden, okay, ey, es wird jetzt einfach wieder besser, es geht langsam wieder wirklich bergauf. Ich werde wieder eine neue Upline wirklich bekommen, ja. Und Leute, dann noch, wo dieser Teamwechsel einfach stattfinden sollte, ist unsere alte P2K-Upline ins Rücken gefallen. Damals ist unsere alte P2K-Upline ins Rücken gefallen, weil Leute, müssen sich vorstellen, damit ein Team gewechselt werden kann, müssen alle Parteien dafür übereinstimmen. Ja? Das heißt, Erik muss sagen, okay, wir müssen sagen, okay, und der, das heißt Besitzer, der richtige Leader des Teams muss auch sagen, okay. Er hat gesagt, nö, nö, einfach, aus Ego-Gründen. Obwohl es ihn nichts gebracht hätte. Er hat gesagt, nö. Ja. Gott sei Dank wurde das dann trotzdem alles über Christopher Taylor und sowas dann trotzdem noch geregelt. Ja. Also eine sehr, sehr harte Zeit. Ich hatte dann Gespräche mit ihm, ja, mit der Person, die mir damals wirklich versprochen hat, mit mir durchzuziehen, wo er gesagt hat, ja, ey, ich gönne dir das nicht und sowas. Ja, es war wirklich sehr hart. Aber trotzdem war es dann wirklich so, dass der Teamwechsel stattgefunden hat. Und Leute, dieses Gefühl war grandios. Weil diese Culture, die wir hier gerade haben mit Building Empire und mit Erik, das ist wirklich krass. Das ist absolut krass, weil dieser Zusammenhalt, Leute, diese Energie gerade, dieses Leadership, das ist heftig, Leute. Deswegen seht diese Sachen bitte nicht für selbstverständlich. Seht es nicht für selbstverständlich, dass diese Teamkurse hier stattfinden. Seht es nicht für selbstverständlich, dass Leute euch fragen, wie es euch geht. Seht es nicht als selbstverständlich, dass Leute einfach in den Gruppen aktiv sind. Das ist wirklich sehr wichtig, Leute, weil gerade das hatten wir alles damals gar nicht. Keiner von uns hatte das, das zum Start war. Gar niemand. Gott sei Dank kam diese Verschiebung und das Feuer kam wieder. Das Feuer kam wieder, weil dort ist andere Leute, die mit dir durchgezogen haben, ja. Also dort ist ein Florian Diekmann, dort ist ein Florian Kellner, Leute, die nach vorne gegangen sind und ja, es hat Spaß gemacht wieder. Es hatte Spaß gemacht, wirklich einfach voranzukommen. Und gerade deswegen, Leute, wenn ihr gerade diesen Punkt habt, okay, ihr kommt nicht perfekt voran, Leute, umgebt euch doch jetzt einfach mit ein paar Hustle Buddies. Macht es doch einfach mal. Ey, ihr kommt nicht voran, natürlich kommt ihr nicht voran, wenn ihr jeden Tag selbst in euren Zimmer einfach reinkommt. Fang jetzt doch einfach mal an, dich mit anderen Menschen zu umgeben. Dank ich damals in der Leadership-Gruppe drin war von Erik, ja, wo ich einen Florian Diekmann gesehen habe, der ausgerastet ist, ja, der gesagt hat, das, wo ich einen Florian Keller gesehen habe, der jeden Tag all in gegangen ist, ja, da habe ich mir gedacht, so, ey, ich muss dazugehören, ich muss auch wieder ein Teil dieser ganzen Sache sein, ich muss mich mit diesen Menschen umgeben, ich habe mich mit diesen Menschen identifiziert und das ist auch gerade der Punkt. Fang doch einfach jetzt mal an, dich mit diesen Menschen zu identifizieren, wenn du dich einfach gerade hier umgibst. Fang dich an, vielleicht mit einem Chris zu identifizieren. Ja, mit deinem Ben, mit deinem Imran, mit deinem Omer, mit deiner Lisa. Warum machst du das nicht? Weil gerade diese ganzen Personen sind an diesem Punkt, wo du halt hin möchtest. Sie haben einfach noch ein bisschen mehr Zeit einfach gerade reingesteckt. Das ist einfach gerade alles. Deswegen, wenn du jetzt gerade anfängst, dich mit diesen Menschen zu umgeben, ja, mit ihnen zu reden, du musst nicht immer nur Fragen stellen. Ey, du kannst dich einfach mal anrufen, einfach ein bisschen Smalltalk führen. Ein bisschen Trash-Talken, ja. Das kannst du ja auch machen. Leute, wie oft ich Gespräche mit Erik hatte, wo wir am Telefon einfach irgendwie so komisch rumgeschrien haben oder sowas. Leute, ja, aber es hat mir einfach dieses Zugehörigkeitsgefühl gerade gegeben, was wirklich sehr, sehr, sehr wichtig war und was mir damals absolut alles gerettet hat. Und Leute, damals, dann ging es auf jeden Fall los, Leute, weil damals war die Teamgruppe am Start. Und damals haben wir auch dann eine Entscheidung getroffen, wo wir noch in Ulm waren. Da können sich jetzt einige noch von euch erinnern. Wir haben eine Entscheidung getroffen, unsere eigene Teamgruppe aufzumachen, MPL Team B zu gründen. Schon krass, ne? Wenn man denkt, es ist mittlerweile so, ich glaube, 3 Monate her. Ich glaube, es ist 2,5 Monate oder so, ist es auf jeden Fall, ja. Wir haben die Teamgruppe gegründet, Leute, und danach war es Eskalation. Weil damals haben wir die Verantwortung in die Hand genommen, ja. Wir haben diese Verantwortung in die Hand genommen, um alles einfach selbst uns aufzubauen. Und jetzt gerade du auch. Verstehe, dass du jetzt auch gerade diese Verantwortung über alles für die Selbstverantwortung, nochmal, dass du jetzt diese komplette Verantwortung über alles in die Hand nehmen kannst. Jetzt gerade in diesem Moment, ja. Vielleicht bist du gerade in diesem Punkt, wo du einfach gerade noch denkst, so, ja, meine Upline macht das, ja, das, ja, das, ja, das, ja, das, ja, das. Nein, du kannst alles selbst machen. Du kannst selbst eine Teamgruppe haben. Du kannst selbst wirklich die Entscheidung treffen, einfach durchzuziehen. Weil genau diese Entscheidung mussten wir damals auch treffen. Komplett wirklich durchzuziehen, unseren eigenen Weg einfach zu gehen. Das musst du wirklich gerade auch selbst machen. Warum werden die meisten Leute nicht so groß? Warum kommen die meisten Leute nicht nur so voran? Weil sie einfach nur Anhänger sind. Sie sind keine Anhänger. Sie gehen den Weg selbst nicht.
verstehe, dass du selbst den Weg hier gerade auch noch gehen musst. Dass du selbst manchmal auch dein eigenes Ding machen musst. Damit meine ich jetzt gerade nicht, wenn du eine Abteilung hast, die durchzieht mit dir, die wirklich jeden Tag für dich da ist, trenn dich nicht von dieser Person. Das ist dumm. Ja? Aber Leute, wir hatten diesen Fall gerade nicht. Und wir mussten diesen Weg gerade selber gehen. Das ist sehr wichtig. Leute, in 2 Monaten hatten wir uns verdreifacht. Wir hatten, der Call war, die Calls waren normal geworden. Der Kalender war randvoll. Konstant war der Kalender randvoll. Wir haben geballert. Ein Chris hat sich entpuppt, ja. Ein Umer ist aus seiner Haut gekommen. Ein Imran ist aus seiner Haut gekommen. Mika hat wieder angefangen, richtig zu ballern. Hat die Liebe wieder gefunden. Meine Lisa genauso. Diesen Belief in sich selbst. Und auf einmal stand der P2K, Leute. Und auf einmal stand der P2K. Bam. Und das einfach nur aus dieser einen... Das ist krass, Leute. Und das nur wegen dem einen Team-Call. Wegen Jonathan. Das ist heftig. Nur wegen dem einen Team-Call von Jonathan. Diese ganze Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Das war ein Jahr. War nur der Team-Call von Jonathan. Der mir gesagt hat, was für ein Plan B du gerade hast. Weil ich einfach das Verlangen aufgebracht habe. Das ist heftig, Leute. Okay? Und so ging es auf jeden Fall los, Leute. Und ich kann jetzt vielleicht noch ein paar Punkte gerne raushauen. Weil das war die Geschichte. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wir haben jetzt ein paar lustigen Einblicken und so. Aber wenn wir uns mal privat treffen, Leute, in Barca, werde ich euch mal so noch ein paar mehr Sachen zeigen, die nicht auf dem Recording sein dürfen. Das ist das Ding. Da kann ich euch noch ein paar mehr Sachen zeigen. Aber Leute, versteht doch einfach jetzt mal bitte, gerade weiter einfach zu machen. Gerade jetzt. Aber Leute, ich hatte damals Phasen, wo ich verzweifelt bin, wo ich gedacht habe, ey, das kann doch jetzt nicht sein. Warum quittet jetzt der Leader? Warum macht der Typ nichts? Warum hintergeht diese Person mich jetzt? Warum sind diese ganzen Sachen so? Warum ist es so? Ja, auch verstehe, jede Phase wird kommen. Du musst leider, es tut mir leid, dass ich jetzt so sagen muss, aber du musst genau denselben Mist durchgehen, den ich auch durchgegangen bin. Du wirst nicht drumherum kommen. Du wirst diese ganzen Murphys bekommen. Du wirst sie bekommen. Früher oder später, wenn du sie jetzt gerade hast, seid bitte dankbar dafür. Weil Gott sei Dank, Leute, Gott sei Dank hatte Mika und ich diese Murphys gerade am Anfang. Gott sei Dank hatten wir sie am Anfang. Wir hatten sie am Anfang, weil wir von Anfang an von Gott vorbereitet wurden, diese Position zu haben, dieses Team führen zu dürfen. Weil wir es von Anfang an wirklich hatten. Deswegen, Leute, ändere deine Perspektive auf diese Probleme. Sei dankbar dafür, dass du Probleme hast. Sei dankbar dafür, weil du wirst aus jedem Problem weiter wachsen. Alles wird dich halt irgendwo einfach halt besser machen. Alles wird dich irgendwie weiter nach vorne bringen. Was nur wichtig ist, Leute, gib niemals auf. Niemals. Das ist die Quintessenz meiner, dieser eineinhalb Jahre, die ich am Start bin. Gib niemals auf. Egal, was für Probleme du mit dir selbst gerade hast, egal, was für Probleme du mit deinen Eltern hast, egal, was für Probleme du gerade privat hast oder sowas, in was für Business du hast, wie viele Leute gequittet sind, gib niemals auf. Leute, bestes Beispiel ist Lisa. Ihr Team ist 4 oder 5 Mal komplett gedroppt. Leute, die sie eingearbeitet hat, Leute, mit denen sie Follow-ups hatte, Leute, mit denen sie Hebelkurs hat, denen sie Liebe investiert hat, weg. 4 oder 5 Mal, weg. Und Leute, das tut weh. Das tut weh. Die Frage ist nur, bist du dafür bereit? Das ist die Frage. Und ich will euch keine Angst machen, Leute. Ich will euch aber einfach nur so klar machen, dass wird alles kommen. Das heißt, komm, und der Weg, es hat euch leider gesagt, niemand hat gesagt, es wird einfach werden. Weil ich sehe es gerade so oft, Leute sind gerade am Struggeln, sagen so, ey, ich komme gerade nicht voran, gerade ist das und das. Ihr kommt voran, ihr merkt es noch gerade einfach nicht. Ihr müsst einfach nur weitermachen. Leute, Simon hat es gerade letztens in den Chat geschrieben, it will always be worth it. Es wird immer Sinn ergeben. Leute, denkt, ich habe daran gerade gedacht, wo meine Upline damals geflüchtet ist, dass ich irgendwie hier noch erfolgreich werden werde? Leute, ich war verzweifelt. Ich habe gedacht, so, in der Teamgruppe geht nichts ab. So, selbst wenn ich da reinschreibe, es passiert nichts. Es kam nur, hat die Gruppe verlassen. Das kam die ganze Zeit nur. Oder du musst die ganze Zeit nur Leute entfernen. Das kam die ganze Zeit nur. Denkt ihr, ich habe daran gerade gedacht, dass es einfach noch irgendwie so besser irgendwann werden kann? Denkt ihr, ich habe das gedacht? Nein, ich habe es nicht gedacht. Ich habe gedacht, ey, das wird einfach zu weiterlaufen. Keine Ahnung. Ja. Aber Leute, es wird besser werden. Es wird immer schlechte und gute Phasen geben. Und das kann ich euch jetzt nicht sagen, einfach nur so. Ich kann es euch aus Erfahrung sagen. Es wird immer eine Phase geben, wo du vielleicht mal ruhig auf die Fresse fliegst, wo alles gerade nicht läuft, aber es wird die Phase geben, wo alles wieder rumgeht. Gott sei Dank. Ja. Was so wichtig ist, Leute, gerade in dieser Phase, wo alles gerade schlecht läuft, denke daran, immer daran, dass die Phase kommen wird, wo alles gut läuft. Denke Sommer, wenn es Winter ist.
Denk an den Sommer, wenn es gerade Winter ist. Und denke an den Winter, wenn es gerade Sommer ist. Weil es wird auch nicht immer alles gut laufen. Es wird auch nicht immer alles gut laufen. Und diesen Gefühl habe ich mich nämlich damals auch damals verloren im P1K. Ich habe damals gesagt, okay, ey, Volumen immer all time high, bam, 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 bam. Teampartner sind gejoint, alle sind nach vorne gekommen. Und ich habe mich daran verliebt. Ich habe es für selbstverständlich gesehen, Leute. Ich habe gedacht, dieser Erfolg ist normal. Nein, Leute, es ist leider nicht. Es ist leider nicht. Du wirst immer getestet und Gott wird dich immer, 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 immer wieder testen, ob du wirklich dafür bereit bist, ob du es wirklich dir verdient hast. Und ich wurde schon mittlerweile sehr oft getestet, Leute. Was damals auch wichtig war, Leute, weil, guck mal, wenn wir einfach mal so wirklich nur so drüber reden, Leute, wenn wir so drüber reden, schaut mal, was für ein Vollkeck ich eigentlich damals war. Jetzt für Real Talk. Vielleicht, ich weiß nicht so, wo ich damals ein P2K gesehen habe, für mich waren damals die Leute wirklich so krass. Für mich waren die Leute wirklich damals krass, wo ich so Mickey gesehen habe, da habe ich gedacht, so, boah, damals heftig und sowas. Aber Leute, ich bin nichts Besonderes. Ich bin ein Idiot, ein absoluter Idiot. Ein Imran merkt es auch, denke ich mal langsam so. Was für Dachschaden wir wirklich gerade auch alle haben. Leute, wir sind absolut nichts Besonderes. Absolut nicht. Leute, ich habe damals meine Upline gesagt, du stinkst nach Pisse. Ich habe meine Upline gesagt, du stinkst nach Pisse. Ich habe Mickey 2 Wochen lang ignoriert. Aber trotzdem habe ich verstanden, irgendwas in mir steckt. Trotzdem hatte ich das Verlangen, aus dem Leben zu erreichen. Trotzdem habe ich gewusst, wo ich in mein Leben möchte. Das heißt, Leute, egal wo du gerade bist, egal wo du gerade bist, wirklich, egal wie scheiße du im Trading bist, egal wie scheiße du gerade in der Einladung bist, egal wie viele Leute, mein Lounge, es waren 2 Leute am Start. Der eine war bekifft, der andere hat gepennt. Ist ja das Lounge eingeschlafen. Leute, das war mein Lounge. Egal, was gerade passiert, du kannst dich dazu entscheiden, erfolgreich zu werden. Das ist nur eine Entscheidung. Es ist einfach nur eine Entscheidung. Es ist halt einfach so. Leute, das, wie gesagt, danke den Jonas. Ich weiß noch, wie es sich angefühlt hat. Ich habe mich damals hingesetzt, Leute. Nach diesem Mentorship-Call von Jonas habe ich gesagt, so, ey, ich werde einfach hier ein Spieler. Die sollen alle meinen Namen kennen. Ich werde einfach jetzt hier erfolgreich. Diese Entscheidung habe ich getroffen. Und genau diese Entscheidung kannst du auch jetzt für dich treffen. Tief in deinem Herzen. Weil ihr wisst, was ihr dazu braucht, Leute. Ihr wisst alles, was ihr dazu braucht. Ihr wisst, was ihr dazu braucht, dass ihr jeden Tag hustlen müsst. Ich habe euch gerade erzählt, was ich gemacht habe. 4 Stunden Schlaf, die ganzen Sachen. Viele Rückschläge. Ihr wisst, was euch erwarten wird. Aber diese Entscheidung müsst ihr nicht jetzt einfach so nach dem Call sagen, einfach nur so. Nein, diese Entscheidung müsst ihr ganz tief in euren Herzen treffen, hier damit erfolgreich zu werden. Weil Erfolg ist nichts Einfaches, Leute. Und Erfolg ist auch kein Glück. Absolut nicht, Leute. Absolut nicht. Leute, ich war letztes Jahr null mal im Schwimmbad. Ich war im Sommer sehr, sehr selten draußen. Ja. Und gerade das auch, Leute, weil, ey, wenn ihr was durchziehen wollt, dann bitte versteht, dass dieser Sommer kein Sommer sein sollte für euch. Es sollte eine Zeit sein, wo ihr durchhasseln könnt. Zieht bitte diesen Sommer jetzt genauso durch. Als wäre Winter. Als wäre es kalt draußen. Ich habe euch diese ganzen Sachen gerade gesagt und trotzdem werden noch einige Leute dann vielleicht rausgehen und dann Spaß haben, sowas. Ist auch nichts so dagegen, aber erinnere dich bitte an diese Worte. Und bitte nimm nie wieder diese Worte in den Mund, von wegen du hast so große Ziele, wenn du einfach nicht jeden Tag etwas dafür tust. Weil diesen Satz hätte jemand zu mir damals sagen müssen. Ich habe damals immer über meine Ziele geredet, ich habe immer gesagt, so, ich will so viel mein Leben erreichen. Leute, ich habe diesen Satz in den Mund genommen, meine Eltern frei zu machen und habe am selben Abend Netflix geguckt. Ich habe am selben Abend PlayStation gespielt. Ich habe am selben Abend mir einen Joint gebaut und geraucht. Vielleicht erkenne einige Leute euch gerade wieder. Ich habe mich geschämt danach, wo ich das mir klar geworden wurde. Ben, genau. Vielleicht erkennst du dich gerade wieder. Denk drüber nach. Denk einfach dann drüber nach. Weil genau diese Punkte, Leute, muss ich gerade verstehen. Dieser Sommer sollte ein Sommer, wo ihr hustelt. Ey, ja klar, ihr könnt mal rausgehen, Leute, alles easy so. Aber sollte trotzdem ein Sommer sein, wo 90% eures Fokuses rein auf dem Business liegen, auf euren Erfolg liegen. Weil Leute, ich habe euch Griechenland gezeigt. Vertraut mir mal viel Spaß, in einen Pool zu springen, wo keine nervigen Kinder sind, die ins Wasser, ihr wisst schon, wo ihr einfach selbst reinspringen könnt mit euren besten Freunden und einen Ausblick auf eine komplette Stadt habt. Wo ihr Jetski fahren gehen könnt. Wo ihr frei sein könnt. Das macht mehr Spaß, als im Schwimmer zu sein. Das macht mehr Spaß, mit irgendwelchen Leuten draußen grillen zu gehen und sich dabei zu betrinken. Das macht mehr Spaß, als im See zu chillen und dabei, keine Ahnung, Geld-Struggles zu haben oder sowas. Vertraut mir, es macht mehr Spaß, diese Freiheit zu spüren.
Okay. Deswegen, Leute, also, ich weiß, ich habe jetzt nichts mehr zu viel zu sagen. Das waren so alle Punkte, die ich auf dem Herzen hatte. Ich habe auch vielleicht tatsächlich so ein paar Punkte noch ausgelassen, ja. Aber keine Ahnung, das waren so alle Punkte, die auf dem Herzen jetzt lagen. Ich habe mir sehr viele Notizen gemacht, ja, wirklich sehr viele Notizen. Leute, ich küsse euer Herz bitte, aber schreibt es, also ihr könnt wirklich, ich hoffe, es hat euch ehrlich gefallen, so, ich hoffe, es hat euch gefallen und bitte wirklich denkt über die Punkte nach, die ich gerade gesagt habe. Bitte denkt einfach drüber nach und lasst euch jetzt nicht nach diesem Call, Leute, nach diesem Call, eine kleine Sache. Macht nichts anderes, macht jetzt einfach ganz kurz mal nichts anderes und denkt einfach kurz über diesen Call einfach nach, was ich euch gerade erzählt habe. Wie ich angefangen habe, wie der ganze Spaß gerade hier losging, wie ich gerade angefangen habe, ja, und dass ich jetzt auch mittlerweile, ja, es soll jetzt kein Ego sein, aber Leute, mittlerweile steht, ich würde sagen, sogar unser Name, ja, weil dieser P2K ist nicht mein Rank, Hall of Fame von Empire. Das ist krass. Das heißt, Top 30 von 3000. Das ist heftig. Okay? Von einem Keck, der damals gesagt hat, sein Abnehmen stinkt nach Pisse. Ihr wisst Bescheid, okay? Deswegen, Leute, ich küsse alle euer Herz. Macht auf jeden Fall das Beste draus, ja. Und Leute, wenn ihr das braucht, sagt Bescheid. Ich grüße alle euer Herz und was Besseres. Ciao, ciao.